Machen wir auch erst Jenny. Auch wenn das andersrum effizienter wäre, aber ich will erst das Blöde weg haben. Huh? Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre der Boden. Der Boden. Hallo. Bootsburner. Okay, einfach nur gewinnen. Sollten wir hinkriegen. Okay, Zeit für eine etwas härtere Geschichte. Hier trennen sich die Seehähnchen von den Thunfischnuggets. Die erste Runde ist tief. So tief, dass ich nur hoffen kann, dass ihr alle gegen Tetanus geimpft seid. Ich glaube, die Leute beobachten dich. Du solltest bei den Menschen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was hier Sache ist, aber es ist ein Jam, also wir dürfen alles machen. Müssen wir mal gucken, ob wir den Piepis, Dogpiss hinkriegen. Weiß nicht mehr genau, wie der ging. Holy fuck. Notarzt! Ja, Schwung holen. Oder vertue ich mich damit, dass... Vertue ich mich damit, dass das in Skate 2 war? Mit dem... Runde 1, was ist passiert? Mit dem Wasserding da. Na, wie gefällt es dir da oben auf Platz 1? Ganz alleine sitzt. Aber was jetzt? Oh, der Spot hier ist nicht nur der Traum eines jeden Matrosen. Ein Trockendock, dass wir Solo-Style skaten werden. Runde 2, hängt euch rein. Ich mag den Spot nicht, der ist scheiße. Andele, Solo-Lauf. Es geht los. Alles klar. Das ist jetzt cool. Vorwärts, Leute. Zeigt was. Einfach nur 7000 Punkte machen. Sollte an sich kein Problem sein. Oh. Sanitäter! Sanitäter! Hier braucht jemand das volle Programm, so viel steht fest. Ich hab mal in einem... Das ist so ein Dreckspot hier, ne? ...von einem japanischen Müllmann getreten. Ist ja nicht wahr. Was geht denn überhaupt noch? Du hast gewonnen? Das war's. Ja. Dann. Müssen wir mal hier noch ein bisschen rum. Erster Platz, Contest Killer. Hey, sieh dich an. Total berühmt. Alles schon gewonnen. Ich weiß gar nicht, warum du bei dem Contest hier mitmachst. Ja, weiß ich auch nicht. Gut. Das ist überstanden. Mal sehen, was die Judges zu bieten haben. Ja. Mehr gab's, glaube ich, nicht, ne? Nur zwei Runden. Mhm. Sehr gut. Die Party kann steigen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann machen wir uns jetzt ab zum Street Contest.
Stand hier auch der Kran? Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt, ne? Und vor allem auch hier die Gegend, weil ich die scheiße finde. Sieht scheiße aus und irgendwie steht hier immer nur Kran im Weg rum. Bester Trick auf dem Rail, schön. Gem auf der gelben Ledges, ja, bester Trick auf der großen Bank. Das finde ich cool. Mach mal zusammen mit Dennis. Mal gucken, was bei rauskommt. Blackbox Distribution hat uns nicht nur Chris Cole geschickt, der euch schon alleine platt macht, sondern auch noch Brian Smith. Oh Mann, mehr fällt mir da nicht ein. Okay, wir sind hier in der Schiffswerft für einen kleinen Clangbanger. Wir haben die Gewerkschaft bestochen, um hier skaten zu dürfen. Runde 1 ist auf der Plattform. Flatbars und Downrails. Und ab geht's. Gut. Starten wir oben? Ja. 1, 2, los! Jetzt kommt das große Finale. Seid ihr bereit? Ja. Und zwar einen für Notfälle. Ich kenne einen, aber ich bin nicht noch. Sehr schön. Guter Grind. Wow, gestanden. Zählt er nicht? Der hat gesagt Downrails. Arschloch. Hey, Paco, ich mein's ernst. Steig auf den Mord. Ich will kein Park zum Spazieren gehen. Da ist dir wohl schmerzhaft klar geworden, dass der Es ist so dumm. Schön, haben wir nicht geschafft. Und das war's. Haben wir nicht geschafft. Aber es gibt ja drei Runden. Aus dem Weg, Leute. Macht Platz. Black. Runde 2 ist eine Jam-Session auf den gelben Ledges. Hoffentlich seid ihr gegen Tetanus geimpft. Hier gibt es jede Menge Stahl. Die Konkurrenten sind bereit für den Start! Ich wollte eben irgendwas sagen, fällt es nicht mehr ein. Oh, wenn du so weit gehst, gewinnst du die Runde. Oh, gestanden. Hast du das Ding gestanden? Achso, ein Jam. Okay. Also kein besser Trick, sondern einfach nur Tricks raushauen. Bam. Mach die Augen auf. Ja, ne? Haben wir gewonnen, würde ich sagen, ne? 3, 2, 1. Letzte Chance. Vorbei. Achso. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, Runde 3 ist ein stand er ja vorhin. Stand er ja vorhin. Ich glaube, das steht jetzt wieder da. Du bist. Kings and Queens. Steht jetzt nicht da. Ich hätte mein Team einfach dumm nennen sollen. Ach, ist boah, was ist das denn hier für ein Dreck? Das ist total dumm, das als Jam zu machen, ne? Nicht als... Oh, scheiße. Nicht als Jam, sondern... Dennis, mach doch mal was! Dankeschön.
Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, ich hätte mein Team einfach dumm nennen sollen. Und dann steht da, du bist dumm. Lustig. Ja gut, haben wir geschafft. Finde ich gut. Dann sind wir hier, glaube ich, durch. Mal gucken, was der Punkt da ist. Ob das irgendwo so ein extra Spot ist. Ich hab schon eine Halle. Ist nur die Frage, ob es da extra noch Sachen gibt zu machen. Ich glaube aber schon. Skatepark. Mal gucken einfach mal. Vielleicht ist auch einfach nichts hier drin. Was ich sehr schön finden würde. Ich glaube, das ist einfach der leere Park. Wo man sich selbst scheiße... Nee, man kann sich nicht selbst scheiße bauen. Aber es gibt keine Sachen hier drin, die wir machen müssen. Aber man kann hier Sachen selbst bauen, sehe ich. Ich glaube, ich war hier noch nie drin. Gefällt mir auch nicht so, der Park. Aber ich will mal hier hochgehen. Überall, wo man hochgehen kann, interessiert mich. Was kann man hier machen? Nicht viel auf jeden Fall, aber man kann hier bestimmt so reindroppen. Bam! Und dann so, wui! Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt, wir gehen wieder raus. Achso, Spoiler, was ich über die PlayStation 5 gehört habe, falls sich da jemand nicht spoilern wollen will oder so, vielleicht gibt es ja so Menschen, was ich sehr, sehr cool finde, ich hoffe, die werden das umsetzen, und zwar bei den PlayStation 5 Controller, haben die wohl vor, so die Widerstände von L2 und R2 Button. Dass die Entwickler das anpassen können. Das heißt also, wenn man zum Beispiel einen Bogen schießt, muss man die Taste, also geht die Taste schwieriger zu drücken, als wenn man zum Beispiel eine Waffe abfeuert oder so. Fände ich mega geil. Dennis hatte zwar dazu schon gesagt, er weiß jetzt nicht so, ob man das so wirklich da einbringt in die Spiele, weil Six Axis war ja auch so ähnlich. Da gab es am Anfang voll viele Spiele, die das gemacht haben. Oder den Lautsprecher von dem PlayStation 4 Controller genutzt haben. Aber ich finde, dass das mit den L2, R2 Buttons irgendwie was anderes ist, weil man die halt wirklich immer benutzt und so. Und Six Axis und der Lautsprecher war halt was Neues, was zum Controller dazugekommen ist. Ich glaube, das ist mal, also ich finde, das ist was anderes. So, da oben sehe ich noch einen Trendy Contest, den werden wir auch noch machen. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Guten Morgen. Ah, die Stelle hier ist das. Ich glaube, hier gab es auch einen Spot irgendwo, der scheiße war. MMM Whipfest. Bester Trick auf den Rails oder über das Gap. Bester Trick in der ganzen Bowl Jam, in der ganzen Bowl. Mit Dennis zusammen. Wir haben eben mit Dennis schon gefahren. Wir werden jetzt mal mit Shannon fahren. Warum haben wir Abe? Ich verstehe das nicht.